Yo, hey Leute, herzlich willkommen bei DSO und zwar auf dem Testserver. Wir haben derzeit das Winter-Event drauf und zwar das mit Winterfest, wie es denn so richtig genannt wird. Ich habe mal auf Englisch gestellt, damit auch jeder andere einen Überblick hat. Wir haben hier bei Twake eine Aufgabe für die entsprechende Map und auch Antonia möchte, dass wir wiederum Sachen machen. Und zwar ist das die Quest, um diese mit Wintermünzen zu kriegen. Und ihr seht schon, es gibt wieder ein Geschenk und ihr braucht 1500 Münzen, um das zu öffnen. Das ist natürlich nett. Das gab es schon beim letzten Mal und das regt natürlich auch ordentlich zum Spielen an, der Inhalt da drin. Des Weiteren kriegt ihr jeden Tag eine. Oder auch nicht mehr. Gut, früher gab es jeden Tag mal eine Login-Socke, die scheint es jetzt nicht mehr zu geben. Und wir gucken erstmal, was wir denn kaufen können. Hier, bei ihm können wir was kaufen. Und zwar so die Schneeessenzen, dann auch hier das Paket und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein an der Stelle. Es gibt normal, painful, excruciation und fatal. Also es gibt normal, schmerzhaft, qualvoll und tödlich. Wir gehen natürlich mal normal rein, weil wir das jetzt doch nicht so schwierig haben wollen. Das ist zum Beispiel schon mal die erste Neuerung, dass wir jetzt auch mal die Möglichkeit haben, auf verschiedene Modi einzugehen. Dann haben wir hier natürlich Yulufs Familie, die immer irgendwie in Problematik oder in Probleme verwickelt ist. Und dem müssen wir halt helfen. Ja, genau. Und dann gibt es hier natürlich keine Items, die droppen, sondern jeweils immer Sachen wie Geschenke. Grüne Geschenke sind dann grüne Items drin oder halt andere Sachen. Und dann gibt es blaue Geschenke. Lilane Geschenke und goldene bzw. gelbe Geschenke, wie man es halt bezeichnen möchte. Und wenn man die dann natürlich aufmacht, können auch andere Sachen drin sein. Da muss nicht immer ein legendäres oder ein grünes drin sein. Das sind auch gerne mal Essenzen drin, was natürlich ziemlich nett ist. Genau. So. Allgemein ist die Quest, ist die Map jetzt nicht so schwierig, sage ich mal. Das ist natürlich jetzt auch normal. Aber Damage machen sie auf jeden Fall. Und gleich kommt dann auch ein Bossgegner. Die unterscheiden sich dann in ihrem Schwierigkeitsgrad. Ich weiß ja nicht, ob es noch die Schwer-Map gibt. Normalerweise gibt es ein Mini-Event. Das hat dann mit Kramparos zu tun. Wobei ich den Eingang zu Kramparos jetzt auch nicht sehe. Der war ja vorher irgendwo hier rechts lang. Kein Plan, aber irgendwie muss es den ja noch geben. Weil. Weil ja man das Geschenk öffnet oder das Geschenk ja noch da ist. Von daher irgendwie muss das ja gehen, dass man da rankommt. Ah, das wird sich dann noch zeigen. Soll ja auch nur ein ganz kleiner Einblick sein. So direkt am Fortschritt her hat sich nichts geändert, ne? Wir haben die Edelsteinbeutel, die Frostbomben, die Zerstörungsessenzen, dann hier diesen Buff, das Pad mit 5% Leben, Schneemannkostüm, nochmal Schneeessenzen, dann hier die Schwertulatius. Okay, ob das die Engländer verstehen. Dann nochmal rote Essenzen, das Emote, ein Edelsteinbeutel, dann den Stein, den viele haben wollen, und dann ja, das Reittier, den Troll. Und bei diesem Stein empfiehlt es sich sogar, den zusammen zu craften, weil dann kriegt man, glaube ich, 3% mehr Leben und 10 Dings oder so, oder waren es 2% mehr Leben und 10, also das kann man auf jeden Fall tun. Das ist jetzt nicht so unlohnend wie manch andere Steine, die es bis jetzt schon mal gab. So, ich glaube, die Stelle da vorne, weiß ich nicht, ne, da kann man scheinbar noch drüber springen. Das werden wir bald gleich rausfinden. Weil hier gibt es ja diese Problematik mit dem,
drüber springen mit diesen schießenden Teilen da, die das ganze Event oder halt diese Stelle da ziemlich kompliziert machen. Also hier schaue ich dann mal vorne an der Stelle. Schweinchen gibt es auch in der Map. Am Anfang habe ich jetzt keins gesehen. Aber ich glaube, ja, das wurde mal weggemacht. Der Abstand ist jetzt größer. Das heißt, man muss jetzt wirklich mal durchschreiten. Problem ist, dass diese Teile ja so ziemlich One-Shot machen. Aber mit ein bisschen Gucken geht das ganz gut. Schön, unser Dings ist schon mal gestorben. Ist jetzt aber auch gerade schlecht dran. Och, na Mensch, ich hab doch angezeigt neben mich. Das ist wieder so typisch. So, jetzt kommt der Eisboss. Der dann auch in der Eisnova explodiert. Ja, und um das Rentier zu bekommen, müsst ihr halt die verschiedenen Quests von den Typen hier lösen. Also die ist zum Beispiel immer am Ausrutschen. Da müsst ihr irgendwas von den Trollen her zaubern. Genau, der hat jetzt sogar mal 100 oder ne, 10 hat er getroppt, wollte ich schon sagen. Allgemein ist das Winter-Event immer ziemlich schön, also gerade Tatze, das ist auch ein Boss, wo man mal ein bisschen Abwechslung hat. Natürlich brauchen wir die Schneeessenzen dafür. Wie bekommt man die? Ihr findet in der normalen Map, findet ihr, wenn ihr würdige Bosse tötet, findet ihr Möhren bei denen. Und dann habt ihr in den normalen Gebieten Schneemänner, die immer respawnen. Und dort kann man dann Schneeessenzen farmen. Gab auch schon Leute oder Zwerge, die sich dann die Essenzen relativ zahlreich vollgefarmt haben. Kann man machen, muss man aber auch nicht unbedingt. Das muss jeder selber wissen. Man sollte, wenn man das macht, zu einer Zeit farmen, wo jetzt nicht so krass viele Leute online sind, weil sonst ist es echt schon nervig. So, jetzt hat ich natürlich gerade keine Konzi mehr.
Der Baum muss auf jeden Fall als erstes weg, der Anführerbaum. Sonst sieht's schlecht aus. Der heilt nämlich die anderen um sich herum. Dann könnt ihr euren Damage eigentlich so gut wie vergessen. Der kann auch die Bäume, die anderen Bäume, die tot sind, wiederbeleben. Jetzt, ich glaube, auf dem Mode nicht, aber auf dem schwierigeren Mode ist es dann, komplizierter zu bewerkstelligen. So, jetzt habe ich die 3 Edelsteinbeutel erhalten. Genau, so eine Aktion empfiehlt sich beim Waldi natürlich immer hier mit markieren, dann halt dieser, ich komme mal nicht auf die Namen, Dornschneise und danach dann einfach ein Sprengpfeil und dann sind die meisten so gut wie tot, ne? Natürlich laufe ich gerade mit blauen Essis rum, aber ich glaube, die Stats hat jeder auf dem Real-Life-Server mit grün auf jeden Fall. Wenn nicht, ja gut, außer jetzt mein Waldi, der ist ja, er ist aber nah dran auf jeden Fall. So, jetzt kommt gleich die Phase, wo extrem viele Geschosse sind. Da muss man nochmal ein bisschen mehr aufpassen. Na, klasse. Mal einmal nicht guckt oder wenn man einmal zu nah an jemanden rangeht. Es soll ja sowieso nur ganz kurz gezeigt werden, dass das Event da ist und dass sich nichts verändert hat und dass es halt auch wieder so eine Kiste gibt. Das Problem ist halt, je nachdem welches Reittier man hat. Wenn man ziemlich ein schnelles Reittier hat und weiß das, dann kann man einfach anfangen und kann wirklich, wenn es das erste Projektil geschossen hat, losreiten, so ungefähr. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann dauert das halt alles ein bisschen länger. Früher konnte man ja auch mal hier vorne hochspringen, das haben sie auch weggemacht. Aber da gab es ja jetzt auch keine Stellen, wo man irgendwie auf was achten musste. So. So, dann müssen wir jetzt hier noch durch die zweite Scheißstelle durchkommen. Das war jetzt schon mal easy. Den Typen müsste man verteidigen. Ich würde aber sagen, das lassen wir jetzt einfach mal. Weil es da nichts Spektakuläres zu sehen gibt. Hier konnte man sich früher auch mal hinstellen. Und war dann, vor den Geschossen sicher. Ich mache jetzt einfach mal 120, ist mir ein bisschen zu blöd.
Ach, das wird rausgegangen, ja, nett. Lasse. So, wir sind zumindest durchgekommen. Von dem seinen Schuss solltet ihr euch auf jeden Fall auch nicht treffen lassen. Ah, hier gibt es sogar mal wieder Truhen. Was ist denn da los? Ach, das ist dieses Artefakt. Alles klar. Ist er natürlich reingekommen. Mein Inventar ist voll. Alles klar. Bei dem Inventar. Und sein normaler Schlag ist auch ziemlich tödlich. Sollte man drauf achten. Kann ich euch nur verraten, dass er tödlich ist. So. Dann haben wir jetzt noch Tatze. Was gibt's bei dem so zu sagen? So. Dann brauchen wir jetzt Schneesensen bei dem Typ. Der wirbelt sich gerne mal hier direkt zu uns her, ja. Gesagt. Ja, und seine Geschosse darf man auch nicht vergessen, die sind auch noch da. Die sind jetzt aber nicht so krass das Problem. Wie viel macht Sprengpfeil? Naja, auch nicht wesentlich mehr. Bei Tatze müsste halt wirklich eigentlich nur auf diese Attacke achten, die er gerade eben gemacht hat. Ansonsten ist er schon ziemlich easy. Weil er halt nicht so viel kann. Einfach ein Stück weit laufen. Der Attacke würde er euch stunnen und gleichzeitig Schaden machen. Das. Uhuhu. Ja, das ist seine Heilungsattacke und seine Rundumschlagattacke. Also so einfach ist er doch nicht. Ein bisschen was solltet ihr schon aushalten. Da oben könnte noch ein Schweinchen sein am Ende. Und ja, das Relikt haben wir ja zumindest. Ja. Manche Leute hier sehe, die den Bug hier auch auf dem Testserver ausgenutzt haben. Und ich krieg von Big Point nichts gestellt als Let's Player. Das ist traurig. So, dafür gibt es dann eine Auszeichnung und dann hätte er eigentlich noch eine zweite Quest. Ja, genau, die versteckte Kiste. Ob es ein Mini-Event gibt, weiß ich jetzt an der Stelle nicht. Und es würde auch erstmal so reichen als. Es würde jetzt auch erstmal reichen mit dem Event-Video. Ich verabschiede mich recht herzlich von euch an der Stelle. Bis dahin, tschüss, euer Zardas.